Willkommen auf dem YouTube-Kanal von Just Sound Car Hi-Fi und diesmal habe ich ein kurzes Video zur Erklärung, wie ihr die Sprache an einem Kennwood-Radio von Russisch auf Englisch umstellt, weil die Frage schon ab und zu mal kommt. Deswegen hier die Anleitung dazu und jetzt gehen wir in den Close-Up und zeigen euch das mal. So, wir sind jetzt hier im Menü und wollen jetzt einmal die Sprache wieder auf Englisch zurückwechseln. Wie wir sehen, hier ist alles nur auf Russisch. Dazu gehen wir jetzt einmal zurück. Wir brauchen das Radio im Standby-Modus, drücken dann einmal auf den Drehrad, auf das Drehrad und dann einfach nur nach rechts drehen. Und zwar bis hier das Wort Englisch steht. Da drücken wir drauf. Und jetzt haben wir es auf Englisch. Mehr ist es nicht. Und dann können wir noch ein Factory Reset machen. Dazu müssen wir auch ins System gehen, drehen dann nach rechts bis zum Wort Factory Reset, wählen dann hier nach rechts auf Ja und führen das einmal aus. Das Radio startet einmal komplett neu. Und wie wir jetzt sehen, es fährt hoch. Und jetzt können wir die Sprache auch wieder wählen. Mal einmal draufdrücken und jetzt zwischen Russisch, Spanisch und Englisch wechseln und wählen dann natürlich wieder Englisch. Factory Reset, ist dann interessant, wenn ihr irgendein kleines Problem habt, sei es zum Beispiel, dass sich das Bluetooth-Gerät oder euer Bluetooth-Smartphone einfach nicht mehr verbinden will oder USB-Sticks nicht mehr richtig erkannt werden, dann hilft zum Teil ein Factory Reset oder natürlich am sinnvollsten immer mal zu schauen, ob ein Firmware-Update auf der Kennwood-Seite zur Verfügung steht, in dem Fall jetzt für das BT510. Beziehungsweise für die BT500er Reihe. Und jetzt machen wir noch, können wir jetzt hier unser Radio wieder einstellen. So, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen klar, wie ihr die Sprache wieder umstellen könnt, indem ihr dann den gezeigten Factory Reset durchführt. Und von daher würde ich sagen, wenn ihr noch sonstige Fragen zu den Radios habt, dann schreibt wie immer eine E-Mail an support@justsound.de, hinterlasst hier einen Kommentar, einen Daumen nach oben, wenn euch das Video geholfen hat und schaut auch mal bei uns auf der Facebook-Seite vorbei. Einfach bei Facebook justsoundkhfi eingeben, dann kommt ihr direkt da drauf. Auch da gibt es das ein oder andere nützliche Infomaterial und aktuelle News rund um das Thema khfi und von daher soll es das jetzt in der Kürze gewesen sein. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.